Hallo Freunde und Freundinnen von Mittelstadt TV. Wir kommen zum Teil 2 des Tutorials, wie baue ich einen Resinenbausatz von Müllers Bruchbuden. Ja, wir haben ja letztes Mal den groben Bausatz schon mal zusammengebaut und ich hatte die Grundplatte mir aus Karton geschnitten. Hier könnt ihr jetzt auch sehen, was ich damit vorhatte. Und zwar baue ich mir eine Inneneinrichtung für dieses Gebäude. Das Ganze habe ich jetzt bereits gemacht, weil, wie ihr jetzt seht, muss ich ja noch eine Etage aufsetzen. Und diese Etage würde frei schweben und es ist zwar machbar, es ist dann ja trotzdem einzubauen, aber mit natürlich meinen selbstgebauten Inneneinrichtungen aus Kartonage ist das Ganze wesentlich einfacher. Das ist natürlich mit ein Grund. Und des Weiteren will ich nachher auch wirklich die untere Etage beleben mit einer Werkstatt. Aber das seht ihr dann später. Ja, auch hier seht ihr wieder, wie die Eckmagneten zur Hilfe genommen werden, die Evergreen-Profile und das Ganze dann mit dem Kunststoff-Sekundenkleber verklebt wird und somit sehr schnell hält. Ja, und damit ist die erste Etage schon eingebaut. Die Inneneinrichtung kann wieder raus. Und die Grundsubstanz des Gebäudes ist fertig. Hier nehme ich jetzt Isopropanol, da ich ja auch die Innenwände nachher anmalen möchte. Und eins kann ich euch sagen, blauer Edding geht überall durch. Ja, mittlerweile habe ich alle Teile grundiert. Müllers Bruchbuden sagte, dass man das im Grunde genommen eigentlich nicht bräuchte. Das mag auch richtig sein, wenn man die Farben von Revell oder Tamiya oder Humboldt nimmt. Allerdings, wenn man jetzt so wie ich zum Beispiel AK, Vallejo, solche Farben nimmt, ist es doch ratsam, die Resinteile vorher zu grundieren. Zweiter Effekt, ich habe gleich für meine Fugen eine Grundfarbe und brauche eigentlich jetzt nur noch die Steine, indem ich den Pinsel sehr schräg ansetze, anzumalen und habe gleich, wie ihr es schon sehen könnt, eine sehr schöne Fuge. Zweite Variante, die eigentlich dadurch zum Vorteil kommt, dass ich den Pinsel so schräg ansetze und auch immer wieder neu die Farbe ansetze, dass das Mauerwerk nicht so einheitlich ist. Und gerade bei solchen Gebäuden, finde ich, muss das Mauerwerk sehr unterschiedlich sein. Deswegen trage ich zum einen jetzt die erste Farbe so auf die Steine auf. Wie ihr seht, ich streife immer wieder auf dem Karton ab. Im Grunde genommen, ja,
trage ich die Farbe sehr trocken auf, um natürlich dadurch auch nicht die Fuge mit Farbe zu füllen, weil ich diese ja natürlich gerne erhalten möchte. Wie ihr hier jetzt zum Beispiel schon sehr gut erkennen könnt, zum einen, wie schräg ich teilweise den Pinsel halt übers Mauerwerk führe und auch so jetzt schon verschiedene Farbverläufe durch mal trockenere Farbe, mal mehr Farbe, mal feuchtere Farbe aufbringe. Und dieses wird nachher durch weitere Farben und Washing noch mehr verstärkt. Hier bei diesem Gebäude zum Beispiel könnt ihr jetzt sehen, wie ich einen zweiten Farbauftrag aber derselben Farbe nochmal aufbringe und schon wieder neue Farbnuancen damit im Mauerwerk aufbringe. So, und hier kommen wir jetzt zum nächsten Farbauftrag. Und auch hier übertrage ich die Farbe jetzt nicht aufs ganze Mauerwerk, auch wenn das durch dies schnelleren Abspiels des Filmes so aussehen mag. Aber wenn man jetzt genau hinguckt, sieht man, dass es auch wieder nur einzelne Steinreihen sind. Die halt den Farbauftrag mit abbekommen. Hier ist es halt auch wichtig, dass man die Wahl des Pinsels richtig entscheidet und ja, man kann lieber mal ein paar Cent mehr für einen Pinsel ausgeben, als eine Billigvariante aus dem Baumarkt zu nehmen. Verschiedene Haartypen. Dies hier ist zum Beispiel jetzt ein relativ harter Pinsel aus dem Künstlerbedarf. Aber das hatte ich ja schon mal in einem anderen Video erzählt, dass ich dort sowieso gerne einkaufen fahre, weil die Qualität der Pinsel und auch andere Sachen, die man da holt, doch einem das ganze Hobby, ja, versüßen, sage ich einfach mal. Hier kommen wir jetzt mittlerweile schon zur dritten Farbe. Jetzt wieder ein helleres Rot. Aber wie ihr vielleicht gesehen habt, es waren alles Rottöne, die im Ziegelbereich halt vorkommen.
Und auch das sollte man halt schon ein wenig beachten, dass man da jetzt nicht zum Beispiel ein Ferrari Rot aufbringt. Das würde schon ein bisschen komisch aussehen und nicht mehr realistisch. In der Zeit, wo die Gebäude jetzt trocknen, bevor sie gleich ein Washing kriegen, werden schon mal die ersten Dachteile schwarz angemalt. Und so hat man immer wieder einen Arbeitsschritt, während man auf das Trocknen des anderen Arbeitsschrittes halt wartet. Wie ihr vielleicht auch an den T-Shirts oder an den Sachen, die ich anhabe, erkennt, dieser Film ist also nicht mal eben an einem Tag entstanden, sondern ja, insgesamt war ich, glaube ich, doch eine Woche damit beschäftigt, dieses Gebäude bzw. die Gebäude zu bauen und dementsprechend auch mit Inneneinrichtungen auszustatten. So, die Dachteile sind angemalt, die Mauerteile sind getrocknet und wir bringen das erste Washing auf. Es ist ja so, wie gesagt, wir haben ja hier eine größere Hinterhofwerkstatt und ihr wisst es selber, die sahen teilweise schon sehr ramponiert und heruntergekommen aus. Das heißt also, wenn ich jetzt das Hellgrau in den Fugen lassen würde, wäre schon wieder ein bisschen unglaubwürdig. Zumal da, wo ich es hinstellen will, wo dann halt auch viel Zugverkehr ist. Und wir fahren ja auch noch im Dampflok-Zeitalter. Da war sowieso alles ein bisschen schwarzer. Wäre das halt unglaubwürdig, wenn ich jetzt die Fugen zu hell lassen würde. Ja, das Washing bringen wir jetzt mit einem sehr weichen Haarpinsel auf. Und allein durch die Grundierung läuft das Washing sehr schön in den Fugen. Und man kann auch hier variieren durch mehrmaliges Aufbringen, wie intensiv die Farbe werden soll. Ihr seht ja hier, den ganzen Bereich hatten wir eben schon mal und die helle Fuge kommt doch schon wieder zum Vorschein. Also heißt es, eine zweite Schicht Washing aufbringen und nachdem die voll durchgetrocknet ist, sind wir hier zum Beispiel jetzt schon bei der nächsten Washing-Schicht, die nochmal wieder dunkler ist, weil das Ganze mir immer noch zu hell war. Und dieses ist jetzt zum Beispiel ein sehr dunkles Grau, was ich jetzt so stark aufbringe, dass auch die Steine so viel wie möglich davon annehmen, weil auch die halt noch ein bisschen dunkler werden sollen. Hier kann man jetzt auch schön sehen, wie das Washing da eigentlich von alleine durch die Fugen läuft.
Wichtig, wenn ihr so viel Washing aufbringt, immer ein Küchentuch dabei haben, damit man halt auch mal ein bisschen wieder ablaufen lassen kann. Ja, in der Zeit, wo jetzt das Washing wieder trocknet, geht es an die Tore. Auch die werden halt in mehreren Farbschichten behandelt. Zum einen wurden sie ja auch mit grundiert. Dann kam eine leichte Grauschicht nochmal auf die Grundierung. Und hier kommt jetzt ein grünliches Grau zum Beispiel nochmal zum Einsatz. Hier zum Beispiel jetzt an dem großen Tor auch relativ gut zu sehen. Jetzt habe ich es mal in die Hand genommen. Das ist jetzt zum Beispiel mittlerweile schon die dritte Grauschicht und ich bringe die Farbe eigentlich immer so auf, dass ich absichtlich immer einen Teil der vorher aufgebrachten Farbe durchschimmern lasse, um so den Alterungseffekt schon mit vorzuarbeiten. Des Weiteren arbeite ich ganz gerne auch mit dem Valeo Shipping, was ja so ähnlich ist, wie manche Leute es zum Beispiel mit Haarlack machen, um so Farbe, die aufgebracht wurde, auf einer anderen Farbe wieder wegnehmen zu können und diesen typischen, ja, abgekratzten Effekt zu zeigen, oder wenn es bei Rost ist, wie das Rost dann halt durchschimmert. Wobei bei Rost ich sogar eher tendiere immer noch zu der Salztechnik. Hier bin ich jetzt zum Beispiel gerade dabei, das Shipping hervorzuholen. Das heißt also, das Shipping ist aufgebracht, die Farbe über dem Shipping ist aufgebracht und jetzt geht es mit einem härteren Pinsel, der leicht mit Wasser benetzt ist, dabei die Farbe nochmal wieder herunter zu kratzen. Ja, es müssen natürlich auch die Metallbeschläge angemalt werden. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Weil irgendwo dran muss die Tür ja auch schließlich halten. So, währenddessen sind die Tore und Türen natürlich auch getrocknet und auch hier kommt ein Washing zum Einsatz, um die Holzstruktur zum einen sowie auch die Fugen zwischen den Holzbrettern zum Vorschein zu bringen. Damit sind wir dann aber auch schon wieder am Ende von Teil 2 angekommen. Und wie es weitergeht, das seht ihr dann demnächst in Teil 3. Ich hoffe, ich sehe euch da wieder. Bis dann. Tschüss.